Okay, der erste Bann ist also Ahri. Okay, wunderbar. Ahri, Maokai sind jetzt quasi rausgeflogen, also komplett anders, als wir eben gesehen haben. Da haben wir quasi ja überhaupt nichts Richtung Maokai gesehen. Hier sofort der erste Bann und auch Ahrian-Chimp, den wir eben zwar einmal gesehen haben, allerdings als Bann hätte ich ihn jetzt nicht eingeschätzt. Das ist eigentlich super interessant, hier so einen Ahri-Bann zu sehen. Wenn man damit schon sagt, man will das Team wahrscheinlich nicht auf Tank auslegen, gehe ich ganz stark davon aus. Man wird wahrscheinlich jetzt entweder eine richtig heftige Pokémon fahren mit ein bisschen Peel dazu, oder man wird wirklich so eine Damage über Rennen kommen fahren mit einem Fizz dazu, mit einer Nida im Jungle und so weiter. Scheint so, als ob das, was ich eben gesagt habe, ein bisschen stimmt. Shiptor, ich habe gesagt, das ist ein Assassin-Midlaner. Sie bannen seine Ahris, performt sehr gut auf Ahri. Ja, nehmen jetzt zwei Jungler von Rush raus, die im Early Game sehr stark sind. Ich wüsste jetzt, ich habe ihn nur auf den zwei Champions gesehen, muss ich ehrlich sagen. Aber okay, er hat anscheinend Elise gepracticed und dann werden sie ja Elise einfach einloggen. Aber ich denke, Dignitas hat damit gerechnet, dass das Impuls hier dann für Elise geht. Wenn man Lee Sin rausbannt und Nearly auch rausbannt, dann bleibt nur noch Elise offen. Ich meine, keiner ist das so. Ja. Ja, Kragas wäre der nächste in der Top-T-Liste allerdings doch, finde ich, da ist ein relativ deutlicher Unterschied. Mit Echo nimmt man jetzt, hat man hier gerade zwei. Wir befinden uns ja noch auf dem Patch, wo Tank Echo im Jungle super, wirklich, also wirklich stark ist und wirklich viable ist. Das ist noch nicht die veränderte Form vom AP Echo. Ich würde auch sagen, dass Echo nicht wirklich schlecht ist gegen Elise. Wenn er den W auf Elise trifft, dann hat er auch gute Chancen, um 1 gegen 1 zu gewinnen. Dazu halt der Alistar-Pick, den man immer machen kann. Das ist ein sehr solider First-Pick auch. Der macht die Botlane sehr, sehr sicher. Man hat selbst ein Dive-Potenzial und auch man kann selbst aggressiv gehen. Mich wundert es, dass sie anstatt... Ich würde jetzt anstatt dem Echo würde ich eine Sivir picken mit einem Alistar zusammen, um ehrlich zu sein. In EU haben wir es eben gesehen, da war Sivir fast die ganze Zeit gebannt, bis auf ein Spiel. Hier ist das komplett anders. Ja, es wundert mich auch ein Stück weit, weil ich Sivir auch gar nicht so schlecht gegen Elise finde, weil du zumindest auf dem Botlane Gangs hat die Möglichkeit, das DNCC einfach abzuwehren. Also das würde ich dir fast recht geben. Vor allem, weil Echo jetzt auch kein contesteter Pick mehr ist. Es sei denn, du hast den vor, auf der Midlane zu spielen. Die Sache ist halt, inwiefern, welche Rolle nimmt denn AD Carry fürs Team ein? Wenn die ihre AD Carries als Main Carries sehen wollen, dann ist Sivir nicht der richtige Pick, weil Sivir der supportivste aller AD Carries ist. Kog'Maw jetzt hier eingeloggt. Könnte ein AD Kog'Maw sein, wird viel in Korea gespielt, ist auch sehr, sehr stark. Aber auch sehr, sehr langsam. Sowohl in der Skalierung als auch. Wobei in der Lane-Verhalten geht es. Ne? Das Lane-Verhalten wird sogar gut. Also du baust ja Trinity Force auf dem. Trinity Force und Blade. Und die Trinity Force hilft dir auf jeden Fall. Du hast eine relativ gute Landing-Phase hinten raus. Die Early-Landing-Phase ist sehr, sehr schwach, weil du von deinem W-Cooldown abhängig bist und ansonsten sehr wenig Range hast. Aber sobald du Trinity Force hast, bist du da eigentlich fein. Und eine Tristana kannst nicht so hart ausnutzen. Tristana ist nicht so stark. Tristana hat eine starke Landing-Phase, verglichen mit Kog'Maw, aber wahrscheinlich nicht stark genug, um den Kog'Maw hier hart zu bestrafen. Da müsste schon der Kog'Maw sich sehr, sehr falsch positionieren. Jetzt hier genau als Top-Laner gehauert, gegen Shen zu setzen, halte ich für gar keine schlechte Option, gerade wenn du ihn auf dieses unglaublich anstrengende Spiel ein Bild Richtung Black Cleaver und dann Frozen Metal spielst, hast du eigentlich immer noch ein Potenzial, diesen Shen in der 1 gegen 1 Situation richtig reinzudrücken. Seht ihr das ähnlich? Ja, genau, ist definitiv ein guter Pick. Ja, die beiden letzten. Ich muss zugeben, ich kenne das Matchup nicht so gut. Ich weiß nicht genau, wann Gnar hier stärker wird als Shen. Wann und ob. Immer noch eine Top-Elite sein könnte, eventuell. Wobei das wahrscheinlich eher unwahrscheinlich ist. Ja, Shen werden sie, glaube ich, nicht in Jungle stecken. Das Problem ist einfach, wenn man Shen Support. Das wäre noch eine Möglichkeit, ja. Könnte man Elise top schicken, aber ich glaube nicht, dass sie so gut gegen Gnar ist. Halte ich für unrealistisch, weil Shen Support nicht gut genug ist, um einen Kog'Maw durch die Lane zu bringen. Wäre mein Call. Das ist zu riskant. Theoretisch Shen jetzt auf Support schicken und Counter picken oder wenigstens was Gutes noch. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Shen gegen Gnar gut ist. Ja, ich glaube auch, dass Shen ein schweres Matchup, aber jetzt hat man sich hier dafür entschieden, Azir noch mitzunehmen. Also da auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Pick mit Disengage und vor allen Dingen wird es auch interessant für uns, ne? Azir auf dem Patch ja wirklich schon genervt, kann man sagen, hat seinen Knock-Up nicht mehr. Dementsprechend bin ich gespannt, wie Gate, der ja quasi neu jetzt in Impuls noch immer agiert, als Austausch oder als Ersatz, muss man ja sagen, als notgedrungener Ersatz, ob er damit so performen kann, wie wir es zum Beispiel so oft bei Phoenix gesehen haben. Ja, er hatte ja in der Woche 9 hat er auch eine sehr gute Performance gezeigt und es ist jetzt interessant, ob dieser Nerf auf seinem Knockup da wirklich das Problem darstellen wird. Für euch wieder die kurze Frage, wer geht hier besser raus?
Die kommt von Team Impulse. Sie ähnelt einer Juggernaut-Comp ein wenig, wenn man jetzt eine Ludo Mitte nehmen würde anstatt einem Azir. Aber dadurch, dass sie einen Azir haben, haben sie zwei super, super starke Late-Game-Champions. Aber Mid-Game hat Team Dignitas auf jeden Fall ein mega krasses Team. Ja, wenn Team Impulse Mid-Game überlebt. Aber auch im Mid-Game können sie schon fighten. Also mir gefällt das Lineup von Team Impulse sehr, sehr gut. Auch im Mid-Game schon stark, ins Late-Game gut skalierend. Viel Disengage, die Carries sollten eigentlich gut durchkommen. Ich sehe hier Team Impulse vorne. Ja, wunderbar. Dann springen wir auch gleich wieder ins Game. Wir springen jetzt erstmal wieder rüber. Wir haben uns hier in der Zwischenzeit, hat sich der Eis ohne Waffe neben mich gesellt. Und sich, ja, das ist nicht zu uns, aber da kommen wir gleich hin. Wunderbar, da sind wir. Da sind wir. Herzlich willkommen zurück. Es geht weiter, wir hatten eine relativ lange Pause, wir hatten ein paar... nehmen wir es mal Probleme, einfach mal mittendrin zu hosten, ist auch mal was Neues. Boah, ist mal was anderes, ja, ne? Kann man aber mit umgehen, kein Problem, wir können das. Und ja, jetzt sind wir prompt von Europa in der NA gelandet. Könnt ihr mal sehen, kurze Reisezeit. Viertelfinale. NA, es geht hier um das Halbfinale, also um mehr oder minder alles, denn natürlich auch diese Teams hoffen natürlich irgendwie noch auf die World zu kommen und da ist es definitiv so, dass wir da die Chancen haben. Wir springen jetzt, glaube ich, auch schon mal in den Clean Feed rein und gucken mal, ja, wunderbar, guck mal da. Team Impulse gegen Dignitas und die Menge tobt. Wir lassen es euch mal ein bisschen hören. Damit tobt die Menge. Da lachen sie gerade bloß noch. Da lachen sie. Die Menge hat getobt. Für uns. Jetzt hören wir's. Und wir springen rein. Da sind wir live quasi. Ich denke auch, ich kann mich dieser Entscheidung sehr anfreunden, dass wir auf Seiten von Team Dignitas ein sehr, sehr gutes Midgame haben. Ich muss sagen, ich finde beide Teams, so vom Scaling her finde ich beide vollkommen okay, haben beide auch ein gutes Late-Game. Wo ich die Schwächen im Late-Game ein bisschen sehe, ist glaube ich der Shen, der ein bisschen abfallen wird, weil auch Shen ja nicht useless im Late-Game wird, muss man auch mal dazu sagen. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich auch den Echo, den ich im Late-Game auch nicht mehr so brillant finde. Also ich finde, es ist ein wirklich ausgeglichenes Matchup. Ich sehe da keinen Gewinner, wo der jetzt in einer Pick-and-Band-Phase quasi das Spiel schon für sich entscheiden konnte, sondern ich sehe da wirklich, gerade mit dem Gentleman Nar, ich liebe diesen Skin, der sieht einfach so schön und flauschig aus. Das ist wirklich ein sehr, sehr guter von den Skins her. Vor allem, weil er auch im Mega-Gnar immer noch zu glänzen weiß. Ne? Also da muss man durchaus sagen, dass das ein gut gelungener Skin ist und auch die Teamkombination auf beiden Seiten finde ich gut. Ich muss sagen, dass ich das Pick-Potenzial... And he kind of faltered on the Cinderhulk champs, but playing the, you know, the aggressive, damage heavy junglers, he really excels at that. And we've seen him take over plenty of games the past 2 or 3 weeks, and I feel like it's really good for their team. Da hört das. Und ich bin wirklich gespannt. Ich glaube, dass viel in diesem Matchup vom Jungle abhängen wird. Ja. Er hat gerade auch nochmal gesagt, dass Rush halt eben ein Spieler ist, der sehr gut auf den Damage-Dealer Jungler sehr, sehr stark ist. Und eigentlich nur. Er ist wirklich überhaupt nicht der Spieler, der da irgendwie Lust hat, den Tank im Jungle zu spielen, den Utility-Faktor zu spielen. Rush ist ein Playmaker. Und deswegen meint er, dass er auf den Cinderhulk-Meter, also da, wo alle Jungler eben Tanks waren, das war gar nicht so gut war, aber jetzt halt eben wieder richtig, richtig stark sein wird. Und das haben wir ja, das erwarten wir auch von ihnen. Deswegen ist es natürlich für mich ein Stück weit überraschend, dass man die Elise offen gelassen hat, weil man ihn natürlich, Wobei man wirklich sagen muss, er ist da wirklich flexibel. Man hat in letzter Zeit so viele gute Performances von ihm gesehen, auf Lee Sin, auf einer Nidalee. Ich meine, du kannst ihm nicht alles wegbannen. Und auch Elise gehört halt zu diesem Playmaker im Jungle dazu. Und deshalb vollkommen finde ich es schön, ihn auf Elise zu sehen. Und bin ich wirklich gespannt, wie er das Game für sich beeinflussen wird. Weil wir haben es immer wieder gesehen. Rush, wenn der im Early einen Kill bekommt, wenn er einen guten Play schafft, dann rastet der vollkommen aus und carryt halt so ein ganzes Game für sein Team alleine. Ja, auf jeden Fall. Also das Potenzial dazu hat er. Und das werden wir sehen, wie sich das Soto für ihn umsetzen lässt. Ihr seht das gerade auf dem Minimap, dass da von beiden AD-Carries sind alle Liner auf ihren Lanes mehr oder minder. Und Janna kommt jetzt hier dazu. Auf der anderen Seite ist Azir da. Also genau, jetzt dick in Bedrängnis. Jetzt versucht man hier auf Azir zu gehen. Der Heal ist auf jeden Fall schon mal raus von Azir. Muss jetzt aufpassen, dass er nicht noch den Laser kriegt. Also man konnte sie hier im Endeffekt von dem Blue Buff wegchasen. Aber Junge, hier ist schon in den ersten Minuten einiges an Action am Laufen. Und unten der Kogma, der fragt sich die ganze Zeit nur, gut, okay, Jungs. Dann fahre ich halt hier ganz entspannt alleine. Oben kommt jetzt der Slowpush gleich beim Tower an. Das nennt man, wenn diese Lane sich eben langsam auf den gegnerischen Turret zubewegt. Ja, auch interessant. Dignitas ja wirklich gleich mit den Lane-Swap-Wards, weil sie selber den Swap forcen wollten und wollten da nicht in die Bedrängnis kommen, wirklich diese 2v2-Lane ausspielen zu lassen mit Tristana, die halt im Early nicht so das geile Early hat gegen den Kog'Maw. Jetzt hier geht's hier drauf. Also ihr habt keinen Heal mehr. Also das wird eng. Er muss auf jeden Fall flashen. Hat ihn vielleicht jetzt sehr spät genommen. Deswegen noch einiges an Schaden bekommen. Ah, das Early Game läuft
bis jetzt aber trotzdem, würde ich sagen, ein Stück weit für Team Impulse, weil unten der Kog'Maw eben die Lane gefreezed hatte und genau deswegen sehr, sehr viel verloren hat. Nicht nur Lasted-mäßig, das ist nicht so der Unterschied zu Shen, aber gerade XP-mäßig. Ja, man muss auch sagen, das ist jetzt genau richtig, wie Dignitas das runterspielt. Sie wissen, erstens, Gate ist neu. Die Neuen sind irgendwo immer der Schwachpunkt. Und was sucht man natürlich immer beim Gegner? Der ist bloß so stark wie sein schwächstes Glied. Dementsprechend natürlich mit ein bisschen Anlaufpunkt, nachdem sie auch gesehen haben, hier ist raus. Sie wissen, er hat bis noch den Flash. Jetzt wissen sie auch, der Flash ist noch raus. Dementsprechend sieht man auch schon, Alice, der jetzt auch in der Mitte, ist Gate eine gute Anlaufstelle, um ihn da wirklich viel zu denyen in der Mitte. Und das machen sie auch richtig schön. Ja, unten hat sich jetzt Janna zu Kog'Maw gesellt, wird jetzt hier versuchen, den Gnar möglichst von den Creepers weg zu zonen. Funktioniert relativ gut, den Freeze hat man hier aufgegeben, also oben der Flash von Tristana gegen den Elise CC, das war auf jeden Fall hier wichtig. Shen hat jetzt seinerseits einen kleinen Freeze. Und jetzt die große Frage, was macht Alice da? Geht er jetzt wirklich in die Base und geht hoch auf die Lane, damit Tristana gegen Shen Hilfe bekommt? Weil ich glaube, ich denke, er wird auf die Botlane gehen. Tristana wird keine Hilfe benötigen. Ja. Sie hat die Ward zu stehen, sie braucht keine Angst vor Elise haben. Sie hat ihren Rocket Jump und Shen ist halt wirklich keiner auf der Lane für sie, der sie stören könnte. Nee, keiner, der sie, Fall. Der die sie vom Farm abfallen kann. Ist halt, dass sie jetzt wirklich keinen Flash mehr hat. Allerdings kann sie jetzt trotzdem, sie hat den Rift Grappler und da auch noch einen relativ deepen Ward stehen, also das sieht eigentlich sehr, sehr safe aus. Der gerade abgelaufen ist. Unlucky. Aber das ist auf jeden Fall, es wäre auch eine Verschwendung, also man hätte unten der Gnar in der 1 gegen 2 Situation, wird er durchaus ein Stück weit weggesonnen von den Creeps und man sieht es halt jetzt, was ich eben angesprochen habe, sieht man jetzt auch in den CS, ist es 22 zu 10 und Gnar müsste jetzt unterm Turret sehr, sehr viel kriegen. Das ist allerdings nicht ganz so einfach, wenn du alleine bist. Ja, nicht nur das, auch Gnar ist relativ schwierig in den Tower zu farmen. Er hat diese schlechten Base-Damage-Werte zum Anfang, gerade auf seinem Q, mit dem er nicht viel Schaden machen kann und das macht ihn das halt umso schwerer. Und das wird so lange gehen, bis er Level 7, 8, 9 erreicht hat, denke ich mal, und dann wird wahrscheinlich der Reswap kommen. Dann wird die Stelle kommen. Ist das jetzt wirklich hochgegangen. Also da hat er keine Unterstützung für ihn genau unten, sondern wirklich da hoch. Man will jetzt anscheinend darauf reagieren, dass unten stark an den Tower gepusht wird und seinerseits den Turret nehmen, um dann zurück zu swappen. Das ganze Problem ist nur, wenn Team Impulse das jetzt einigermaßen so die spielt, könnten sie danach gegebenenfalls sogar den Drake nehmen. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee war, wirklich Alice auf die Top-Lane zu schicken. Ich denke eher nicht. Das hätten sie nicht machen sollen. Aber ich meine, auf der anderen Seite haben sie im Moment noch Helios, der da wirklich noch seinen Naren backuppen kann. Und Shen, der jetzt full life zurück ist. Aber Tristana macht sich da nichts aus. Hat immer noch ihren Rocket Jump zur Not. Zieht noch den Pot. Gibt ihm noch ein paar Shots mit. Er hat seinen Teleport jetzt raus. Er kann erstmal nicht viel machen. Oh, aber jetzt hier Alistar, da kann er nichts machen. Da ist der Victor viel zu weit weg. Ich muss sagen, Alistar ist jetzt für mich ein bisschen... Es wirkt ein Stück weit planlos. Er sucht. Er sucht wirklich nach Punkten, wo er ansetzen kann, wo er etwas erreichen kann. Er hat es bis jetzt noch nicht ganz gefunden. Es klappt noch nicht so ganz. Aber gut, das stört ja nicht. Er muss die Erfahrung nicht mitnehmen. Er hat wirklich da oben Tristana, die alleine lassen kann, die natürlich als Carry mit der Solo-EP sehr, sehr viel anfangen kann. Er hingegen muss bloß ein bisschen tanken. Sein braucht auch die Level nicht wirklich. Gut, Level 6, klar, bringt ihm nochmal einen guten Vorteil. Kann er auch zum Beispiel mit Tower-Diven gehen. Allerdings, die EP auf Tristana bringt zum ersten einmal viel, viel mehr. Er braucht sein Level 3, damit er seine Comp raushauen kann. Und das ist erstmal alles. Dementsprechend kann er sich die Zeit auch nehmen, da auch vielleicht ein bisschen planlos Rome zu gehen. Janna wiederum hat jetzt hier einen Plan gefasst, und zwar diesen Echo da auf den zu gehen, weil der geht ja relativ low hier gerade. Also hat jetzt, kann da natürlich gleich über die Wall, das ist überhaupt gar kein Problem. Das ist ja gerade die hohe Mobilität, die ein Echo mit sich bringt. Volker hatte das eben angesprochen, man baut Echo hier im Jungle auf diesem Patch definitiv auf Tank und arbeitet dann viel über die Mobilität, die man hat, um an den Carries dran zu bleiben und da denen gehörig auf die Nerven zu gehen. Ja, du hast halt einfach nicht mal die Skalierung, dass es sich lohnen würde, ihn da auf AP zu bauen. Es ist okay, aber es ist halt nicht mehr so stark, wie es vor dem Nerf war und dementsprechend entscheidet man sich eher dafür, diese Base-Damage-Werte zu nehmen, die Tankiness auszunutzen, plus halt diese Nervigkeit, er ist super mobil, er hat diese CC-Kuppel, plus er kann sich in schwierigen Situationen auch immer rausretten, was es natürlich viel, viel schwieriger macht, wenn du einen Tank gerade down geburstet hast und der sich rausrettet und mal hochhält, den nochmal zu bursten. Ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr schwer, da irgendwie dann damit zurechtzukommen. Der AD-Carry-Position ist gerade ganz interessant, weil Kog'Maw in der Base war, sich für Phage entschieden hat und dann gesagt hat, na, besser doch nicht und hat sich dann doch für Glanz entschieden. Also da und dann noch ein Longsword nachgelegt. Auf der anderen Seite Tristana natürlich mit dem ganz normalen Bild für ein BF. Ist die entspannteste Variante und so lange will man meistens auf der Lane bleiben, bis man es hat. Das sind dann meistens ungefähr 45 CS. Ja, ich bin gespannt. Shen natürlich jetzt gut im Farm, im Vorteil. Braucht auch die billigeren Items, aber ich glaube, Nara wird später den wesentlich größeren Teamfight-Impact haben. Man muss aber sehen, selbst wenn nah 0-3, 0-4 steht, wenn der eine gute Ulti mit einer guten CC-Kombination hinlegt, der muss ja nicht mal den Damage rausbringen, dann ist der schon so wert genug, ihn zu haben. Und da muss man bei einem Rama ganz, ganz aufpassen. Auf der anderen Seite natürlich kannst du selber als Team sagen, komm, wir fighten jetzt nicht. Wir sehen, der wird groß, wir wollen jetzt nicht. Oder du sagst halt, ah, er ist gerade groß, wird gleich klein, komm, jetzt können wir engagen, um halt diesem einfach zu entgehen. Du hast halt bei Nara selbst als Team immer die Möglichkeit zu entscheiden,
solltest zumindest richtig entscheiden, ob du kämpfen willst oder nicht, um einfach diesem, ja, diesem Peak, den er quasi als Utility in den Tiefwald mit reinbringt, zu entgehen. Ja, und den ganzen Vorteil, den Gnar in den Tiefwald mit sich bringt, den bringt Chen für die globale Präsenz. Du hast es gerade angesprochen, ein Gnar ist nicht immer kampfbereit. Schließlich dadurch, dass er nicht immer seine Passive und dadurch auch seine Ultimate up hat. Und deswegen kann ein Chen halt auch genau diese Momente time, um dann auf die Botlane zu gehen. Er hat seine Ultimate und TP. Und selbst wenn Gnar TP hat, ist es halt sehr oft so, dass er gar nicht gangfähig ist. Jetzt kann gegen die ersten aggressiven Pings hier allerdings auf die Botlane. Lises will da offensichtlich den Gank wagen. Ah, jetzt geht hier der Tornado rein, aber das ist die Lane ist sehr, sehr safe. Also der Pink Ward steht, der wird jetzt geklärt. Das ist das, was man rausnehmen konnte. Echo ist währenddessen auf der Top-Seite Map, das heißt ein Countering ist hier gerade nicht möglich. Dementsprechend zieht man sich zurück, das Risiko ist zu. Ja, und nun lässt man sich ein bisschen Zeit. Man will die Carries wirklich ins Spiel kommen lassen. Da sehe ich wirklich die Vorteile, auch wenn Tristana ein bisschen hinterher ist. Im Late-Game bei Tristana, weil sie halt, was später auch die Tower angeht, vielleicht nicht diese Teamfight-Abilities, die sind vielleicht bei beiden gleich. Ich glaube, das macht keinen Unterschied. Die scalen beide sehr, sehr gut ins Late-Game rein. Aber diese Push-Ability ist bei Tristana einfach wesentlich stärker als Kog'Maw. Und da muss man vielleicht ein bisschen aufpassen, weil je länger man sie ins Spiel kommen lässt, desto gefährlicher wird es für einen selbst, Fehler zu machen. Das ist bei Kog'Maw nicht so. Da gibst du vielleicht mal ein Catch-Up, man kann halt nicht so stark reinpushen. Ja, das stimmt schon. Allerdings sehe ich bei Kog'Maw das Midgame deutlich stärker. Einfach weil du baust ihn einerseits baust du ihn auf Trinity und andererseits hat Tristana halt auch das Problem, dass sie dann so ein bisschen Midrange ist und Kog'Maw sehr viel über diese sehr große Distanz arbeiten kann. Natürlich hast du bei Tristana den Vorteil, den du schon gesagt hast, Fehler noch stärker, also gewonnene Teamfights noch stärker ausnutzen zu können. Das ist in Kog'Maw jetzt nicht unbedingt bekannt für. Allerdings hast du, finde ich, mit Kog'Maw noch mal mehr. Du hast auch die Ultimates nochmal zum Checken. Also es sind ein Stück weit unterschiedliche Champions, aber ich gebe dir recht, im Late Game sind beide exzellente AD-Carries. Aber es ist auch interessant. Ich meine, wir haben bis jetzt noch keine Objectives geforced. Alleine durch den CS-Unterschied haben wir jetzt schon über 1k Unterschied. Das ist eine ganze Menge. Das macht sich natürlich auf Kog'Maw mit den 20 CS bemerkbar, als auch auf Shen, der halt wirklich da in Führung geht. Der Einzige, der halt gut mithalten kann, ist halt Viktor. Wobei du auch wieder sagen musst, ein Azir ist halt im Early noch nicht so der Lane-Pressurer, gerade gegen den Viktor, weil er halt erstmal sein Mana-Rack aufbauen muss. Er muss in der Lage sein, seine Skills aufrechtzuerhalten und sie halt vor allen Dingen auch einfach zu spammen, um die Waves schnell clearen zu können. Und naja, ein Viktor, der muss ja nicht viel machen. Der war einmal back, hat seinen Hexcore aufgewertet und haut einen Laser durch die Wave durch. Da muss er sich erstmal gegenarbeiten. Ja, trotzdem sollte er da fahrmäßig sofort die Jenna Ultimate, weil man gesehen hat, dass Echo auf dem Weg ist, will man da kein Risiko eingehen, dass der das seine Kombo rauskriegt. Also hier hat man nur die Ultimate benutzt. Auf der anderen Seite jetzt in Rush bei dem Versuch, den genauen Teleporter zu setzen. Nee, da kann man nichts machen. Das sieht man auch sofort, sagt, der hat Rage fast voll. Nee, da lässt man lieber die Hände von. Weil mit den größten Holzklötzen oder Häuserklötzen oder was auch immer er dir hinterher schmeißt, damit willst du nicht Gesellschaft nehmen. Und deshalb sagt man gleich, nee, da lässt man die Finger von. Er war zwar klein, da hätte man ihn diven können, aber nee, so nicht. Interessant ist, dass der Gnar den CS-Unterschied gegen Shen ein bisschen verkleinern kann. Oh, Alistar geht unten rein, sofort der Tornado da. Das ist das, was ich angesprochen hatte. Der Tornado, ein guter General-Spieler, kriegt es fast immer in den Tornado, auch schon gegen den W zu landen, wenn er in einer guten Position ist. Ist oft ein Risiko, weil du dort aufpassen musst, dass du nicht Gefahr läufst, selbst irgendwie von wen anders gecatcht zu werden. Aber da traue ich das Adrian definitiv zu, weil er auch einfach ein sehr, sehr guter Spieler ist. Und hier immer wieder versucht, seinen Pick zu setzen. Übrigens, wir hatten das ja eben schon mal, ich hatte es im allerersten Spiel angesprochen, Janna mit einer Coin, hier eben genau mit den AP-Item. Und deswegen immer wieder geht sie ran, um einen Auto-Attack zu setzen, um eben dadurch zusätzliches Gold zu erlangen. Ja, da kannst du es noch benutzen. Im Solo-Queue kann man es halt nicht benutzen, weil es gesperrt ist. Aber ja. Nur gut. Hiermit kannst du noch scalen. Ist natürlich für sie jetzt auch ein Stück weit gezwungenermaßen, sie muss die Autos landen. Sie muss einfach dieses Item Worth machen, wenn sie damit ins Game kommen möchte, beziehungsweise das Gold sammeln möchte, indem sie wirklich auch diese Stacks nutzt und das Gold entleert, beziehungsweise den Gegner aus der Tasche zieht. Bietet immer ein bisschen weniger Möglichkeiten, großartig roam zu gehen oder großartig passiv zu stehen. Sie ist halt immer gezwungen, so ein Stück weit aggressiv zu stehen, wobei du das halt in der Jungle auch gut kannst. Du hast genug Möglichkeiten, dich selber zu verteidigen, aber auf der Coin hast du halt einfach später die größere Goldpräsenz. Wobei du halt wieder sagen musst, auf einer Seite hast du jetzt die AP, um später halt so gefährlicher zu werden. Und wo ein AP-Item nicht so weit fern ist, da ist der Soul-Stealer, der mögliche, auch nicht so weit fern auf der Janna, was man ja auch ziemlich oft sieht. Ja, auf Janna sieht man es sehr, sehr oft, weil du halt einfach die, also zumindest auf den westlichen Janna, so muss man sozusagen, alles da jetzt hier im Bedrängnis, das da könnten wahrscheinlich noch zwei Kog'Maw-Ultimates reichen, allerdings weiß er da ist er nicht mehr in Range, also er versucht auch gar nicht hinterher zu gehen. Das ist ja oft mal was, dass viele Spieler, gerade auch auf niedrigem Niveau, manchmal falsch machen, dass sie quasi, sie sehen, okay, ich komme nicht in Range, aber man geht trotzdem hinterher, weil man diesen kleinen Frustrationsmoment hat. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja, vielleicht dreht er ja um.
Und was ist? Meistens, wenn er umdreht, hat das einen guten Grund. Die Hoffnung stirbt zuletzt und meistens stirbt sie dann wirklich mit einem selbst. Oh, stirbt er jetzt hier mit einem sehr, sehr bösen Weg. Also er hat sein Item zweimal ausgebaut, hat dadurch, wir werden es jetzt hoffentlich einmal sehen, er macht einen Hit und kriegt diesen Movement Speed Buff und ist dadurch dann oftmals in Laser Range. Das ist super fies, extrem stark gegen langsam skalierende Champions wie Kog'Maw, die sehr defensiv gehen wollen, weil du doch immer wieder in Range reinkommst. Du musst sie unglaublich weit wegstehen und das hat er hier wahrscheinlich auch gebaut, weil er weiß, okay, Gate ist jetzt nicht der vielleicht nicht unbedingt der erfahrenste und da würde ich das ausnutzen und ist generell halt auch eine Variante, du verzichtest auf Mana Rack oder sonstiges, aber hast halt nochmal einen extra Schadensspell mehr und nochmal ein bisschen mehr AP am Start. Ja gut, du kriegst ja Base Mana sowieso noch dazu, ja, wenn du es ausbaust und die Sache ist halt einfach, was soll er machen? Du hast keine Möglichkeit an Azir ranzukommen, wenn er halt mit seinen Sandsoldaten richtig umgehen kann und ihn da auf Range hält und das kann er natürlich die kleine Lücke mit seinem Movement Speed ausgleichen, indem er auch halt einfach über einen Minion diesen Movement Speed bekommt. Oh, das ist riskant von Alistar, da reinzugehen. Das sind drei Leute jetzt da, da muss sofort der Flash kommen. Gleich auch die Ultimate gegen CC kam jetzt Exhaust auf Alistar, um 9 weiter zu kommt nicht raus. Also da, ich glaube, das Exhaust war fast nicht mehr notwendig, aber hier geht man auf Nummer ultra sicher. Guck mal, soll jetzt den Kill kriegen, wird das auch First Blood. So kann man ein Headbutt bereuen. Das war ziemlich verschenkt. Hätte man wirklich nicht machen dürfen. Man hat A, nicht die Vision, man hat B, nicht die eigenen Leute dahinter und C, macht auch gar keinen Sinn, in dem Moment reinzugehen, weil du eh nichts mit anfangen kannst ohne deine Leute. Ja, also das war wirklich, da wollte er nur auf die Nerven gehen, wollte erstmal diesen Pinkbot klären, das war noch in Ordnung, auch wenn schon risky, weil die Vision war nicht da und der eigene Mate war quasi nicht auf der Lane, das Risiko war also hoch. Aber dann danach noch den Headbutt zu machen, also müssen wir nicht weiter drüber reden, klarer Fehler, abhaken, weiter geht's. Ich bin wirklich gespannt, wie sich die Mitte etablieren wird, vor allem wie sich Gate in dem Spiel anstellen wird. Man muss mal sagen, Azir im Vergleich zu Victor hat auch ein relativ schwer zu spielender Champion. Kannst du nicht direkt miteinander vergleichen, ist aber einfach so, dass du halt so von der Mobilität her, von den Möglichkeiten her, mit Azir viel, viel schwierige Kombinationen deiner Skills hast, als mit dem Victor, wo du halt bloß wirklich den Laser treffen musst. Sagt sich jetzt so einfach, ist auch schwierig zu treffen, muss man dazu sagen. Aber doch noch um einiges einfacher und Gate, der halt noch nicht so erfahren in der Pro-Szene ist, gerade als Midlaner, bin ich wirklich gespannt, wie er sich anstellt. Er hat letztes Mal eine echt gute Performance gezeigt und ich bin gespannt, ob er das wieder aufrechterhalten kann. Unten fällt jetzt der Bot-Turret, das ist der erste Turret für Team Impulse, also hier der Gold-Vorteil, deswegen wieder auf 2000 Gold gewachsen, also Shen hat seinen 20 Gold-Liter weiter verteilen können und eben konnte Kog'Maw, dadurch, dass Alistar gestorben ist und Tristana halt ein bisschen mehr Death stehen musste und ein paar Minions verpasst hat, seinen Farmvorteil sogar noch mal ein kleines bisschen ausbauen. Also da auf allen Seiten ist jetzt für Team Impulse das Ganze gut gelaufen. Die große Frage ist für mich jetzt, wann wollen sie groupen? Weil du siehst ja auf Azir ein gefinishedes Item und auch auf den Kog'Maw, er hat seinen Trinity Force. Also da würde es sich jetzt quasi anbieten, bald mal die Situation zu ergreifen. Es sei denn, man sagt, man ist in der 2 gegen 2 Situation oder der 1 gegen 1 Situation so viel stärker, dass man vielleicht alleine noch einen Turret pushen kann, wie hier jetzt gerade Azir es probiert. Ja, auch interessant. Also sie werden wahrscheinlich noch nicht die Grouping Phase suchen. Sie werden wahrscheinlich wirklich eher auf den Druck gehen, auf einer bestimmten Lane, wo sie Kog'Maw hinschicken wollen. Er hat jetzt natürlich mit dem Trinity einen Power Spike erreicht. Ist der Tristana erstmal gut im Vorsprung, die natürlich jetzt auch auf das Avarice Blade, auf die Klinge der Habgier gegangen ist und damit natürlich jetzt so ein bisschen Damage nach hinten verzögert. Ist mit ihrem Infinity Edge, mit der Klinge der Unendlichkeit sowieso noch nicht fertig. Und für Azir reicht einfach dieses eine Item noch nicht aus, um wirklich einen Power Spike für ihn zu erzeugen. Ja. Das ist bei Azir auch so ein bisschen das Ding, dass du so ein paar nette Items brauchst, um es wirklich ins Rollen effektiv zu kommen. Das Poly ist jetzt auch, normalerweise würdest du, wenn du den Botlane-Turret bekommen hast und stärker bist, aufpassen, Shen, das kann ganz gefährlich werden, der Taunt geht raus, okay, doch, keine Gefahr. Wenn du normalerweise die Stärke Botlane hast, schickst du sie Midlane, um den Tier 1 Mid-Turret zu holen, der ist sehr, sehr wichtig für die Objectives und hast gleichzeitig, bist du nicht allzu weit weg von der Botlane, weil da kannst du manchmal auch gefährlich werden. Das Problem in dieser Stelle ist einfach nur, dass du auf der Midlane Victor mit ausgebauten Laser hast und der die Creepwave einfach, ja, weglasert. Gegen einen Victor wirklich einen Tower zu pressuren, auch wenn es drei Mann sind, bringt nicht viel, weil du hast es gesagt, ein Laser in die Wave rein und die ist weg. Und das vielleicht ist genau das Problem, wenn du auf die Top-Lane verschiebst, machst du sehr, sehr einfach Crossmap zu spielen. Wenn du auf der Midlane bist, kommst du relativ schnell auch runter, kriegst manchmal einen Schild, ohne einen dafür zu traden. Auch das hier ist nicht schlimm, weil das ist einfach ein Trade und jetzt muss man ja gucken, wie weit kann man das Ganze weiterspielen. Aber ihr seht es ja, es sind drei unten und oben sind es, jetzt sind es noch zwei oder drei, da bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Drei noch. Aber Tristana ist halt einfach der schnellere Tower-Pusher. Ja. Die sind mit Kog'Maw bei Weitem nicht so schnell, brechen jetzt auch ab, Janna geht back. Ja, wobei, den Tower kriegen sie auch noch. Ja. Und man muss auch einfach sagen, allein schon, dass Gate jetzt diesen Nashor's Zahn gebaut hat in der Mitte, zeigt eigentlich schon, klar,
es macht sich gut, weil er einfach den größeren Wave Clear jetzt im Early hat. Da man ihm ja den Attack Speed über die Passive geraubt hat, bringt das halt nicht mehr so viel. Er muss halt den W erst ein bisschen hochskillen, bevor er da den passiven Attack Speed wiederbekommt. Und sagt sich gleich, na, gehe ich so auf Attack Speed, damit ich möglichst schnell die Lane auch reinpushen kann. Das sagt eigentlich schon so, ich will auf die Lane bleiben, ich will noch nichts großartig forcen. Oh, aber er kriegt ganz schön Schaden ab. Er muss wirklich aufpassen. Aber das ist halt typisch Azir. Er ist halt die Glascannon. Ja, und mit diesem Item geht er ein bisschen auf längere Fight statt auf Burst, also das ist ein bisschen mehr konstanten Schaden die ganze Zeit, so batz, 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 jedes Mal ein Auto-Attack von seinen Soldaten, aber du hast weniger diesen, okay, ich verschiebe meine Soldaten aber und habe den ultimativen Schaden, also das ist einfach so ein Stück weit auch ein Abwägen. Ich muss sagen, dass ich diesen Tausch von Top und mit Top und Bot-Turrets besser für Dignitas finde, weil der einzige Unterschied ist, dass oben ist eben der Nashor und unten ist Drake. Und Nashor wird jetzt im späteren Spielverlauf wirklich interessant. Ich glaube, dass es in den nächsten 10, 15 Minuten besser für Dignitas ist. Danach werden sie die Top-Turrets vermissen, weil sie so sehr schwer an die Vision zu Nash hinkommen. Aber für die Drake, die jetzt in nächster Zeit kommen werden, ist es ein klarer Vorteil für Dignitas. Da haben sie auf jeden Fall den besseren Tower vorerst genommen, das stimmt wohl. Und man muss aber allgemein sagen, die Fights werden auch nicht so gut aussehen für Dignitas. Die liegen halt vom Gold her, wobei sie holen gerade wieder ein bisschen auf. Der Goldvorteil hat sich eben für sie noch immer mehr und immer mehr ein bisschen nach hinten verschoben. Und vor allem bei den Drakes bin ich gespannt, ob jetzt Team Impulse... Eigentlich müssten sie ja sagen, mit ihren Power Spikes, gerade mit dem Kog'Maw, der das Trinity fertig hat, ja komm, den Drake fighten wir, wir sind noch stärker als Tristana. Die hat im Moment wirklich bloß ihre Klinge der Unendlichkeit. Was heißt bloß? Ja, ein bisschen glücksabhängig, paar Crits hintereinander gemacht, kann die auch richtig wehtun. Aber die Wahrscheinlichkeit ist eher gering. Und zumal, man muss auch sagen, dieses Crit-System ist ziemlich gut eigentlich programmiert. Das heißt, es ist nicht ganz zufällig. Du hast quasi schon auf deine gewissen Hits immer deine Crits dabei, weil da selber ein Rechner quasi hintersteht, der immer ausrechnet, wie viele Crits müsstest du machen. Du kannst quasi nicht auf 4 Hits, also die Wahrscheinlichkeit ist sau gering, dass du auf 4 Hits mit 25% gleich 4 Crits hintereinander machst, weil das System einfach da mitrechnet und schon sagt, auf jeden vierten Hit ungefähr musst du einen Crit haben. Okay, ist nicht jetzt, immer so. Jetzt haben wir aber den Woman Ward gespottet. Also das ist jetzt genau das, weil sie wissen, okay, die haben keine Top-Turrets mehr, könnte man es probieren. Hat jetzt allerdings gemerkt, okay, da hatten sie doch noch in irgendeiner Art und Weise Vision. Das Problem für Team Impulse ist jetzt so ein bisschen, wie man mit den spielen will. Oh, das könnte eine ganz interessante Situation werden. Gibt man den Turret ab, jetzt geht da der Alistar rein. Shen Ultimate ist sofort da, wird dann rausgeflasht von Azir. Shen ist jetzt zur Stelle, kann er den Taunt machen? Nein, er bleibt im Elektrofeld da stecken. Der Fight geht weiter, Exhaust ist auf Victor drauf. Schütter geht da erstmal raus, also erstmal die Situation entschärft. Gnar hat seinen TP nicht benutzt, kommt jetzt von der Seite erst da rein. Also da konnte man das Ganze nochmal entschärfen. Auf beiden Seiten sind ein paar Ultis und ein paar Summoners gefallen, aber Tote haben wir ja nach 21 Minuten immer noch nur einen einzigen zu beklagen. Und jetzt ist Drake up. Ja, auch wirklich interessant zu sehen. Team Impulse weiß, sie haben einen guten Power Spike erreicht, sie wollen Druck machen und probieren halt auch mal sowas wie Nashor anzugehen. Elise an der Stelle schon ziemlich tanky, wir haben einen Kog'Maw mit dem prozentualen Schaden, da kann auch mal so Nashor ziemlich schnell einfach fallen. Ja, auf jeden Fall. Und jetzt hat man die Situation für Team Impulse, dass man im Drake-Pit drin ist. Das heißt, man hat die Kontrolle über diesen Drake und das ist unglaublich wichtig, wenn du gegen einen Gnar spielst, weil du diesen Fight jetzt im Moment eigentlich nicht unbedingt willst, weil er mega Gnar ist. Und den kannst du jetzt aussitzen im Dragon Pit. Und wenn der Gegner im Dragon Pit ist, fängt er einfach Drake an. Und du musst dann rein. Das heißt, hier sehr stark gemacht von ihm, großes Kompliment an dieser Stelle, kann man wahrscheinlich jetzt hier wahrscheinlich auch darin ummünzen, dass man einen Fight nimmt in einer Situation, wo Team Dignitas das nicht möchte, oder hat einfach den Drake uncontested. Ja, ist auch vollkommen richtiger Call, glaube ich, von Dignitas, dass sie sagen, ja, lass den richtigen Drake machen. Wir können im Moment nicht so richtig contesten. Wir haben zum einen weniger Geld und wir haben einfach noch nicht die Power Spikes, die wir haben wollen, zumindest nicht im Vergleich zu Team Impulse. Und da spielt natürlich der Carry immer eine sehr, sehr wichtige Rolle. Deshalb heißt er ja auch Carry. Und da sagt man sich, naja, Kog'Maw ist da gerade ein bisschen mehr im Spiel. Tristana kommt erst noch. Also warten wir geduldig ab. Der zweite Drake ist noch nichts wert. Zur Not auch den dritten. Da werden sie wahrscheinlich auch noch sagen, wenn wir nicht müssen, wenn sie uns die schenken, nehmen wir. Aber wenn wir nicht müssen, wollen wir nicht. Ja, die Option, die Team Dignitas gehabt hätte, wäre einmal mit dem Mega-Gnar den Fight zu nehmen. Das wäre eine Option gewesen. Dann sind sie, glaube ich, in der Lage, das zu fighten mit einer guten Gnar-Ulti. Die Option war eben nicht da, da sie nicht zuerst am Nashpit waren. Oh, schöner Return-Flash, nachdem Impact da versucht hatte, daran zu kommen. Aber man chased hier noch weiter. Also jetzt kommt erst das Feld. Ja, ich glaube, da muss der Chase hier enden. Aber auf der anderen Seite ist Rush, der hat sich da vorbeigeschlichen. Auch für mich vollkommen unbemerkt. Echo geht über die Walls, mitet nochmal nach, um dann nochmal den kleinen Effekt zu haben. Und die Frage ist jetzt, versuchen sie wieder Nash? Ich vermute ganz stark ja. Das ist halt so typisch Rush. Er weiß genau, wann er wo zu sein hat und kann halt richtig gute Plays raushauen. Er weiß genau, wie er sich bewegen kann und ja, manchmal halt auch wie Ninja. Sie werden zwar gespottet, die Frage ist aber mit zwei, drei Mann back, ne, zwei Mann sind gerade back, ob sich das halt wirklich lohnt. Klar, na, an der Stelle noch TP ab, ist aber klein. Okay, jetzt kommt der TP, also den TP hat man schon mal bekommen, das hat wunderbar funktioniert. Ein Summoner bekommen, ohne viel zu riskieren. Ja, okay. Ja, Team Dignitas, eben als der Drake gefallen ist, hätten sie vielleicht auch einfach sagen sollen, okay, in dem Moment, wo
Mini-Gnar wird pushen wir sofort mit rein, versuchen für einen Turret zu traden. Das war dann im Moment aber nicht möglich, um das noch vollständigkeitshalber zu Ende zu führen. Jetzt allerdings die Reaktion finde ich von ihnen sehr gut. Sie wissen jetzt, okay, unser Gegner. Oh, der Wavekill von Kuckmann ist wirklich schön mit anzusehen. Also nicht schön für Dignitas, allerdings sehr sauber da. Weil ich hatte die Option von Dignitas fand ich nicht schlecht. Dadurch, dass man weiß, okay, die Gegner haben Nash angefangen. Dadurch kriegen sie Schaden. Ja, dieses Tank hier, aber auch die kriegen trotzdem ein bisschen Damage. Irgendwer muss Base gehen, also drücken wir auf ein Objective, auf Turret, das ist hier die einzige Option, aber der Wavekill war zu stark. Mich wundert ehrlich gesagt im Moment ein bisschen, wie sie es gameplaymäßig runterspielen. Sie haben das TP geforst, das heißt, sie können Shen richtig stark split pushen lassen, haben immer den globalen Vorteil. Auf der anderen Seite weiß ich aber nicht, warum er Top-Lane pushen sollte. Ja. Die Bot-Lane wäre da, glaube ich, wesentlich angenehmer, da sie auch schon die ganze Zeit versuchen, so ein bisschen auf den Nash zu contesten. Und wenn sie da wirklich ran wollen und jetzt ihren Vorteil ausnutzen wollen, müssen sie Shen auf jeden Fall auf die Bot-Lane schicken. Ja, auf jeden Fall. Das ist meines Erachtens auch ein großer Fehler. Shen ist jetzt Gott sei Dank wieder in der Base und wird jetzt hier hoffentlich Bot orientieren. Das ist halt genau das, was dadurch passiert ist, dass man eben diese Turrets sehr, sehr früh genommen hat auf der Top-Linie, hat man jetzt auch überhaupt gar keinen Pressure. Also wenn ihr den Shen da hinstellt, dann sagen die, oh nein, der pusht, der braucht noch 3 Jahre, bis er am Turret ist. Shen ist ja jetzt seine große Schwäche, früher war sein Wave-Clear. Mit dem Sunfire ist das mittlerweile ein bisschen besser, was halt auch andere Dinge ein Stück weit verändert haben, aber ist es immer noch nicht so, dass man sagen könnte, okay, wow, die 2 Picks. Das wirklich na, ein super Split-Pusher ist, der super schnell durch die Waves durchkommt. Also da braucht er schon ein bisschen, um sich da zum Turret durchzukämpfen. Ja, aber er hat halt die Zeit. Er muss ja bloß einfach da sein. Er muss langsam einfach vorankommen da oben und irgendwann muss einer einfach abgestellt werden. Und dann ist der Moment, wo Shen einfach, wo sie irgendein Teamfight anfangen können und wo Shen einfach dazu stoßen kann. Und das ist halt die große Stärke, die er im Moment auch hat. Gerade weil sie wissen, dass die PSA, jetzt kriegen sie beide. Nee, eine Pickwort können sie noch verteidigen. Ja, deswegen haben sie auch 2 gestellt. Ja, genau. Das war der Plan. Ja. Eine wird stehen bleiben. Tja, also ich glaube auch, dass Shen auf der Botlane würde mehr Sinn machen, weil man einfach du versuchst die Distanz zwischen dem, der kein TP hat und dem, wo du fighten willst, am größten zu machen. Wenn du rund um Nash fighten musst, und das ist die einzige Option, die sie gerade haben, weil das ist der einzige Objective, der gerade erreichbar ist, weil den Mitte-Turret wirst du gegen Victor nicht kriegen, dann willst du Shen eigentlich nach unten stellen, um damit dem TP und der Ultimate zu arbeiten. Im Endeffekt hat man sich hier einen schönen Vorteil erarbeitet über den TP, den allerdings finde ich noch nicht gut ausgespielt. Jetzt ist Shen unten und jetzt könnte es interessant werden. Ja, vor allen Dingen, sie haben nahe auf der Top-Lane, er kann nicht dazu stoßen, haben in der Mitte den Tower von Asi noch hinter sich zu stehen und haben halt im Moment gut Möglichkeiten, da Druck zu machen. Sie haben halt die Rückzugsmöglichkeit, sie haben die Engage-Möglichkeit und vor allen Dingen nahe gleich wieder klein. Aber der Tower wird anscheinend einfach free abgegeben, man will da gar nichts probieren, sondern okay, kommandiert. Auch bei den Raptoren, also das Spiel, sie die Lane ist sehr, also sie nehmen sehr viel Tempo raus. Das ist durchaus akzeptabel, wenn du sagst, okay, wir haben das stärkere Late Game. Es ist auch immer wieder so, dass Farm bewusst an Kog'Maw abgetreten wird. Also wir haben das eben auch gesehen, auf der Bot war eine Riesenwave, Shen und Kog'Maw waren in der Base und der Farm wurde ganz bewusst an Kog'Maw gegeben. Und das äußert sich jetzt auch in diesem 40 CS Lead gegenüber Tristana. Das waren 20, 22, 23, als es von der Lane runterging. Und dieser Vorteil kommt jetzt einfach daher, dass man Kog'Maw hier bewusst füttert. Ja, man muss auch sagen, jetzt mit Blade, mit Klinge des unsterblichen Königs, plus halt Stärke der Dreieinigkeit, der tut schon ziemlich weh. Man muss halt sagen, so 26 Minuten, 241 Farmen mit 2 Core-Items auf dem Kog'Maw, das würde jetzt nicht angenehmer werden. Man hatte ihn dann gut ins Game kommen lassen. Wobei auf der anderen Seite, Tristana ist noch nicht ganz so stark, wird aber auch nicht mehr so lange brauchen, bis er gut ins Spiel kommt. Das Publikum applaudiert hier flassig für Wards, dann nach 26 Minuten ein Kill. So das ist auch das, worum es gerade geht, einfach bloß Wards ja. Gegenseitig traden. Ja, das ist interessant, finde ich, dass wir auf Janna sehen wir einen Zack ist. Also das haben wir noch nicht allzu oft gesehen. Ein neues Item quasi, was auf diesem Patch auch eingeführt wurde, das hat mir vorher noch gar nicht quasi ins Auge genommen. Ist ein Item, was ich sehr interessant finde in seiner Herangehensweise, dass du dich an einen Champion quasi bindest und ihm quasi Bonuswerte zur Verfügung stellst. Wobei man sagen muss, die Bonuswerte sind auch ziemlich krass, die du teilweise bekommst. Ja. Das geht ziemlich, ziemlich nach oben. Und gerade auf Tristana, auf Kog'Maw, so später als Hyper-Carry, sage ich mal, da noch so einen Bonus raufzukriegen, das tut schon weh. Lohnt sich also. Und Janna ist trotz allem ja gut in der Lage, sich selbst zu verteidigen. Sie hat genug CC, sie hat Shields, sie hat ihr Ulti, kommt halt nicht irgendwie in Bedrängnis und kann sich halt auch leisten, in ihrem Item-Build so ein bisschen zu variieren und sich zu überlegen, nachher gehe ich zum Beispiel auch auf den Zekes oder gehe ich zum Beispiel auch auf den Mikaels, um meinem Team dann noch besser zur Seite zu stehen oder halt in dem Fall auf diese Variante. Ja, wir haben auf Azir jetzt Ryder Stark dahinter gesehen, also er will ja wirklich auf diese
auf diese sehr, sehr langen Fights hinaus. Er ist jetzt relativ tanky, er slowt gut, Elise slowt auch gut. Und jetzt sind wir hier bei der nächsten Situation, die uns dieses Spiel gibt. Dignitas ist diesmal zuerst im Pit, das gefällt mir gut, weil man dadurch den Teamfight ein bisschen besser provozieren kann. Gnar wird jetzt auch mega Gnar, Elise ist drin, will diesen Seed hier wagen. Der Drake wird gemacht von Echo, jetzt ist Elise drin. Impact hat mit der Ultimate gemacht, hinten ist aber Apollo immer noch im Bedrängnis. Gnar mit der Ultimate konnte allerdings Gorgon noch rausflashen. In der Zeit ist Victor gestorben, jetzt Gnar im Bedrängnis, wird definitiv auch sterben. Unten konnte in der Zwischenzeit Echo da noch jemanden abholen. Und dieser Fight geht jetzt 3-1 dann doch aus für Team Impulse, obwohl Dignitas da eigentlich eine schöne Fight-Situation erlangt hatte, aber die Ordnung im Fight war nicht optimal. Ich muss sagen, so wie ich es gesehen habe, war es komplett Rush-Fight. Er hat da ziemlich entscheidenden Beitrag zu beigetragen. Das ist halt, er hat drei Mann quasi da unten alleine beschäftigt. Hat den, unglaublich tanky einfach. Hat, genau, hat Victor noch mit rausgenommen, hat Tristana fast noch geschafft zu töten. Das war super, super close noch, dass er da nicht rangekommen ist. Und konnte Tristana halt den ganzen Fight raushalten. Ist zwar selber gestorben, hat aber seinem Team so viel Zeit verschafft, dass sie gut aufräumen konnten. Und nun auch als Belohnung noch der Mid-Tower plus der Mid-Inhibitor. Was ihn natürlich jetzt sehr, sehr viele Möglichkeiten bietet. Und ich glaube, da sind sie um den einen Drake, den sie abgegeben haben, nicht traurig. Nee, glaube ich auch nicht. Also das war wirklich der für mich auch entscheidende Moment mit der Situation, dass Gnar nicht in den Fight reinkam. Also er hatte seinen Super Gnar, er stand allerdings so weit hinten im Pit, dass er nicht auf die Carries draufkam. Man hat es ganz am Ende gesehen, dass er da noch draufkam mit der Ultimate. Die hat Kog'Maw schön geflasht, also antizipiert. Ich bin mir nicht sicher, ob sie getroffen hätte, aber die Hitbox ist da ja recht groß, würde ich mal sagen. Aber deswegen hier, gucken wir uns das nochmal an und jetzt Carry Positioning auf beiden Seiten. Also einerseits Tristana im Pit halt drauf auf Rush. Und der ist halt einfach unfassbar tanky. Und hinten jetzt Apollo auf der anderen Seite, wird komplett von Victor angegangen, überlebt das. Gnar geht rein, trifft mit der Ultimate nichts und hinten alle Augen auf Rush, der da halt wirklich noch fast Tristana mitnimmt und dann erst von Echo genommen wird. Also das ist einfach der große Unterschied. Gnar geht rein, trifft nichts, stirbt und auf der anderen Seite hast du einen Rush, der da noch anderthalb Leute mitnimmt und einfach sehr viel reißt. Auch interessant zu sehen, Echo war von Anfang an im Fight drin, bleibt aber einfach total unbetrachtet. Er wird einfach komplett ignoriert. Ja. Man lässt diesen Tank-Echo einfach zufrieden, weil man sieht, er hat eh keinen großen Impact gerade. Naja, seine Ulti hat er am Ende des Fights auch noch gehabt. Ist ja auch nicht schade drum. Jetzt, ja gut, haben wir seine Ulti nicht geburnt, aber haben halt die anderen bekommen. Und da ist Echo gerade ein bisschen hilflos, zumindest im Vergleich zu Rush. Ja, sein Auftrag wäre es, an den Carries dran zu bleiben. Und diesen Auftrag hat er nicht erfüllt. Er hat stattdessen den Auftrag übernommen zu peelen für Tristana. Das war sein Ziel und das hat er auch geschafft. Also Tristana hat am Ende ja überlebt. Aber das ist nicht seine Aufgabe. Das ist ganz entscheidend, dass man da unterscheidet, welche Rolle gerade ein Champion erfüllen muss. Und das ist auch, was man in Korea immer wieder sieht, was gute von schlechten Teams eben unterscheidet. Dieser Echo muss eine Situation schaffen, in der Gnar in der Lage ist, eine gute Ultimate zu setzen, indem er auf den Carries drauf bleibt. Und hinten, Tristana muss von Alistar gedefft werden. Das ist der entscheidende, woran sich das Ganze entscheidet. Und du musst ja auch immer noch sagen, ein Kog'Maw zu positionieren ist einfach wesentlich schwieriger als eine Tristana, die immer noch ihren Rocket Jump hat, die sich immer selber nochmal repositionieren kann, die immer noch selber für sich ein bisschen mehr Peel hat, die auch noch ihr Ulti hat, womit sie einfach wieder jemanden von sich wegschießen kann. Die braucht halt wirklich weniger Peel als ein Kog'Maw und da muss man überlegen, wie man die Prioritäten setzt. Jetzt geht hier Alistar wieder offensiv rein. Rush kriegt sofort die Ultimate von Victor drauf. Oh, Adrian könnte da sofort sterben. Ja, der Reset für Tristana kommt allerdings nicht ganz über die Wall. Kriegt hier aber die Double Kill, der nächste Reset. Positioniert sich da allerdings etwas unglücklich. Ist jetzt selbst nicht mehr in Auto-Attack-Range. Der Fight geht weiter. Zweite Knock-Up von hier. Der Echo ist jetzt drauf auf Kog'Maw. Kriegt den Shutdown. Ist da für Victor an dieser Stelle. Klasse Fight von Dignitas. Oh, am Ende hätte da fast und wären sie da fast nochmal abgeräumt worden, aber ein glattes Ace. Nur Gnar überlebt das. Sind alle extrem slow, aber den Nash werden sie wohl kriegen. Und das war eine Definition von einem wunderschönen Engage. Einen sehr, sehr guten Fight. Man muss einfach sagen, da hat bei Impact, bei Team Impulse jetzt einfach wirklich der Fokus nicht gestimmt. Beziehungsweise die ganze Ausgangssituation. Wir werden es sicherlich gleich nochmal im Replay sehen. Sie hatten keine Möglichkeit, irgendwie an Shift-U ranzukommen. Man hat zwischendurch vielleicht über zwei, drei Autotext von Kog'Maw da auf Shift-U fliegen sehen. Ja, jetzt sehen wir es hier nochmal. Also Rush und Jenna werden Hooker und jetzt diese Victor-Ultimate trifft einfach wunderbar. Der TP hier hinten kommt drauf. Alistar wird zwar rausgekickt, aber das ist halt genau das Problem. Diese Azir-Ultimate hat noch nicht... Er hat keinen Knock-Up gehabt. Ja, ne? Das hat halt einfach in dem Moment da nicht geholfen. Und zweimal ein Zwei-Mann-Knock-Up von Alistar. Also wirklich sehr, sehr starker Fight von ihm. Und hier sieht man auch die Stärke dann einfach von dem Victor. Boah, diese Kog'Maw-Pässe hat da fast nochmal einen Double-Triple rausgeholt. Und das war jetzt genau das, was sie brauchten. Aber du hast es eben ein Stück weit angesprochen, dass sie eigentlich in der Lage sind, sehr schnell Objectives, also Turrets zu holen. Sie haben sich hier für Nash entschieden. Und es ist halt die Frage, ob sie daraus jetzt so viel ziehen können, dass sie sich nicht für einen Inhibitor entschieden haben. Lag allerdings auch daran, dass sie keine große Creep-Wave hatten. Jetzt wird es vor allen Dingen erstmal richtig interessant. Das war genau das, was sie gebraucht haben. Sie konnten jetzt alles so ein bisschen ausgleichen, alles wieder ins Lot schieben, haben zwar den Inhibitor noch mal down, haben aber jetzt wirklich die Möglichkeit, jetzt auch Fehler richtig hart auszunutzen. Das ist halt
beide Teams sind gerade wirklich, spielen sehr, sehr gut und sind da wirklich in der Lage, wenn jetzt einer einen Fehler macht, kann das andere Team richtig viel Nutzen draus ziehen. Das ist, je länger das Spiel geht, desto schwerer wiegen so eine Fehler immer und desto mehr müssen sie jetzt aufpassen. Auf jeden Fall. Wir haben jetzt auf Gogma noch den Last Whisper hinterher und auf Tristana eine QSS. Man sieht hier keine Lust mehr, weiter im CC rumhängen zu müssen. Gerade in Taunt von Shen ist ein Flashdown, das ist sehr schwer zu dodgen in irgendeiner Art und Weise. Und auch der Elise CC geht dir da sicherlich in irgendeiner Art und Weise auf die Nerven. Also da finde ich kein schlechtes Item. Die Later, also sie hat dadurch ein bisschen weniger Schaden, ist allerdings kein so großes Problem, weil du musst halt einfach abwägen. Ne? Mache ich ein bisschen weniger Schaden mit meinen Auto-Attacks oder mache ich keinen Auto-Attack? Auch interessant, dass wir jetzt wirklich auf Asien noch das Riley sehen, ja. Was man ja wirklich eigentlich ziemlich selten auf Asien sieht. Er hat zwar die Möglichkeit, dadurch über seinen Attack-Speed und über den Slow noch einen Auto-Hit mehr über die Soldaten rauszubekommen, aber ich weiß nicht, ob sich das von der Damage-Skalierung wirklich so lohnt, da jetzt wirklich ein Death-Cap kommt jetzt sicherlich noch, aber damit auch den Lernstab ziemlich weit nach hinten zu schieben, den er ziemlich bald brauchen wird. Wir sehen auch schon bei Tristana zum Beispiel in QSS, was auch schon Magic Resist dazu gibt, da wird er irgendwann definitiv auf diese Magiedurchdringung angewiesen sein. Jetzt gibt man hier den zweiten Drake auch noch ab. Das ist kein allzu großes Problem, wenn man ehrlich ist. Also der zweite Drake hat einfach keine allzu große Bedeutung. Man sagt normalerweise, der erste ist sehr hilfreich, ist natürlich prozentual. Das heißt, desto länger das Spiel geht, desto besser ist der. Der dritte ist auch sehr, sehr entscheidend. Also erster, dritter, fünfter sind die großen, die man meistens contestet. Jetzt habe ich gerade, hat sich Tristana jetzt wirklich das QSS Plus geholt für den Shen-Taunt? Weil alles andere außer Shen-Taunt und Elise dann ja, bringt ja nicht viel. Aber das kann sie auch kaum dodgen. Also jetzt ist hier sofort, kommt die QSS gegen. Den CC von Rush reicht allerdings in diesem Moment dann nicht, um ihn da auszulöschen. Ich glaube schon, dass das die Überlegung war, aber das sind auch genau die beiden, die immer auf ihr drauf sind. Also ist schon, natürlich hast du recht, das ist ein Item, wo man jetzt sagen würde, okay, ist jetzt nicht so das Spiel, wo du sagen würdest, und da holst du eine QSS. Aber du hast es gesagt, dadurch, dass der Voidstuff halt auch so delayed wird, ist halt auch nochmal zusätzlicher Emrys, die du quasi noch so als kleinen Bonus hast. Vor allem, du musst ja auch sehen, wir haben schon Solaris auf der anderen Seite fertig. Das heißt, das ganze Team kriegt zusätzliche Magieresistenzen. Und den Voidstuff da so weit nach hinten zu schieben, ist wahrscheinlich nicht so clever. Ja, ist einfach eine Entscheidung. Und Rydus ist, also ist keine einfache Entscheidung, sondern einfach eine Entscheidung, die er so gefällt hat, im Sinne von, ich will ein bisschen mehr tanky sein und ich will noch ein bisschen mehr CC für mein Team zur Verfügung stellen. Der Schaden soll aus seiner Sicht offensichtlich von anderen kommen. Und da kann ich es ein Stück weit verstehen, wenn man sagt, wir möchten einen späteren Spielverlauf für diesen Kog'Maw spielen. Weil das ist durchaus möglich mit den Line-Up, was sie haben. Eine gute Azir-Ultimate kann Kog'Maw nochmal komplett befreien. Und dann noch zusätzlich einen CC zur Verfügung zu stellen, halte ich für eine sehr angenehme Variante. Ja, das ist genau das, was wir vorhin auch schon mal kurz angeschnitten haben. Sie spielen jetzt eigentlich auf diese Protected Carry-Com. Sie wollen wirklich Kog'Maw da einfach später drin haben. Sie haben da wirklich den Janna-Peel, sie haben die Shen-Ulti, sie haben den ganzen CC, wir haben jetzt auch über die zwei Rileys, die sie im Team haben, die ganzen Slows, um da alles wegzuhalten. Und das Game wird stehen und fallen mit Kog'Maw. Ja, sehe ich genauso. Also wenn er in den Fights früh stirbt, dann wird es sehr, sehr schwer für sie. Aber dafür haben sie auch genug Sachen, um das zu verhindern. Und ich meine, man sagt immer, ja, Protect AD ist darauf ausgelegt, dass du für deine AD-Carry peelst. Es geht allerdings natürlich auch ein Stück weit darum, wie gut kannst du die anderen... Ja, guck mal, hier wieder den Farm sofort abgegeben. Also da gibt es keine Diskussion drüber, wo der Farm besser aufgehoben ist. Allerdings gibt es die auch einfach objektiv gesehen nicht. Ja gut, ob jetzt Shen die Farm bekommt, der schon seine Core-Items alle zusammen hat und nicht wirklich braucht, oder ein Kog'Maw, der halt noch immer weiter und weiter scaled, ja. Da ist, glaube ich, die Entscheidung ziemlich einfach zu sagen, ja, hier, Corgi, nimm's dir, gönn dir, da hast du. Beide Teams sind meines Erachtens aber immer eine sehr lange Zeit damit beschäftigt, zu farmen. Also sie sind sich beide offensichtlich ganz zufrieden damit, weil ansonsten würden sie mehr investieren, davon geht man auf dem Niveau einfach raus. Es steht viel auf dem Spiel, muss man sagen. Und klar, das merkt man auch, sie trauen sich einfach noch nicht, sie warten einfach darauf, dass wirklich irgendwo ein Fehler kommt. Das ist auch übrigens das immer, was ich eigentlich predige im Solo-Queue, die ganzen Leute. Es ist viel einfacher, darauf zu warten, dass ein Gegner einen Fehler macht, anstatt selber die Initiative zu ergreifen und dabei Risiko einzugehen, halt selber einen Fehltritt zu machen. Ja, allerdings sind beide Teams meistens sehr damit beschäftigt. Sie pushen die Wave raus, gehen Base, der Gegner pusht die Base raus und man trifft sich relativ selten. Wenn du wirklich jetzt darauf ausgelegt wärst, quasi Fehler zu suchen, dann müsstest du versuchen, ein bisschen mehr mit dem Ward zu arbeiten und öfter gegroupt sein. Also wir sehen sehr oft, dass die Leute alleine unterwegs sind. Bei Shen ist das kein Problem, weil eine globale Ultimate, da will ich nichts gegen sagen. Aber bei den anderen hat man ein bisschen das Gefühl. Allerdings ist es jetzt so, dass zumindest auf der Minimap so scheint, als würde Team Impulse zumindest auf der Top-Lane mal wieder sich mit drei Leuten gruppieren.
Ja, und ich habe das Gefühl, wir werden noch lange, lange keine Geschwindigkeit in diesem Spiel sehen. Die lassen sich da wirklich sehr, sehr viel Zeit. Ich glaube, interessant wird es, wenn der Nash jetzt in einem Moment wieder abkommt, ob man den direkt angehen möchte, ob man den für sich, ich meine, wir sehen die roten Wards schon ziemlich tief stehen. Mit anderen Worten, Dignitas will da aufpassen, dass er nicht irgendwie, sie haben es vorhin schon ganz oft gesehen, dass Team Impuls da schnell bei ist und dass sie gerne auch Druck auf die Nasher machen. Ich meine, klar, sie konnten es abwenden vorhin. Aber es wird trotzdem schwierig, wenn sie es jetzt so drin behalten wollen. Und deshalb sagen sie gleich, ja, Pi mal Daumen sagt man immer, 2 Minuten, bevor man so ein Objective forcen will, sollte ausgewordet sein. Und in dem Fall 2 Minuten, bevor die Gegner es forcen wollen, sagen wir uns, ja, da haben wir die Kontrolle. Den geben wir nicht so einfach ab und damit auch nicht das Spiel aus den Händen. Also ist zumindest jetzt auf jeden Fall die Ansätze dafür zu erkennen, da etwas in die Richtung zu unternehmen. Ist auf jeden Fall die richtige Variante. Ich finde es sehr interessant, dass sich der Farm komplett verschoben hat zu Team Dignitas. Also wir hatten auch Shen immer so einen deutlichen Lead, den hat man abgegeben, um Kog'Maar in Front zu bringen. Aber allerdings hat Tristana auf Kog'Maar auch wiederum Farm aufholen können. Also am Anfang war es immer so, dass Team Impuls vorne war. Komm mal, was wolle. Und jetzt ist es so, dass sie zwar immer noch goldmäßig equal sind, allerdings 2 Turrets mehr haben. Und das ist fast 2000 Gold. Allerdings sind wir ehrlich, es sind 60.000. 2.000 Gold, also, ist da nur noch ein kleiner Pups. Ich wollte gerade sagen, je später und je weiter wir jetzt ins Spiel kommen, desto weniger interessant werden eigentlich diese Goldunterschiede, die eh durch die Turrets irgendwann ausgeglichen werden. Ich meine, wenn man sich jetzt mal so einen kleinen Blick auf die Builds wirft, man sieht meistens bloß noch so ein, maximal 2 Items fehlen und da gibt es keinen großen Unterschied mehr. Das heißt, das Spiel wird jetzt nicht mehr durch Goldfortschritt entschieden, sondern durch das Play an sich. Ob jemand einen Fehler macht, ob jemand ein gutes Play hinlegen kann. Oh, ein bisschen Gage lässt. Jetzt geht's wohl los, weil Gnar ist auf der Botlane. Ist der super? Gnar, das ist die Frage. Der TP kommt auf jeden Fall da gleich mal rein. Victor hat erstmal Janna sehr, sehr low gemacht. Die hat sogar die Shen Ultimate bekommen. Ich bin mir nicht sicher, ob das optimal ist. Elise ist da sofort erstmal vernichtet worden. Auf der anderen Seite haben wir Alistar opfern müssen. Oh, schöne Asi-Ultimate. Ho! Oh, da lebt Tristan aber immer noch. Jetzt aber nicht mehr. Wir gucken mal, Ultimate Freund von Himmel. Und der Ersatzspieler Gate oder der, wie auch immer ihr ihn nennen wollt, haut in eine super Ultimate raus. Ja, da würde ich sagen, hat Gate das Tor zum Inhibitor erstmal wieder geöffnet und schafft da wirklich erstmal Platz wieder aufzuholen. Und man muss sagen, das sind 40 Sekunden und sie haben Kog'Maar noch immer da, der Inhibitor wird schnell fallen, wahrscheinlich auch ein nächster Turret. Und da wird's eng. Nochmal. Ich sag dir, das Game ist vorbei. Nee, das wird, glaube ich, ja, obwohl, das könnte wirklich knapp werden. Das ist eine Jenna. 20 Sekunden noch bis zum Alistar. Sie versucht es auf jeden Fall. Sie machen jetzt ordentlich Druck, sagen sich, ja komm, jetzt oder nie. Ah, 10 Sekunden bis zum Alistar. Ist es eher nie. Ja, muss er aber weghauen. Dann nehmen sie nur einen. Ja. Die Creeps, muss ja deine eigenen Creeps rankriegen, weil wenn die eigenen Creeps am Tower sind, kriegt er halt... Aber, also, nicht die anderen Waves, da reicht einer. Ja. Okay, jetzt ist Alistar. Wir haben noch 5 Sekunden bis Echo, das würde ja auf jeden Fall... Der wird nicht viel machen können, das haben sie, Der Alistar hat ja gar nichts. Hat der Boots? Ja, 5 angeblich. Okay, die große Frage, Echo kommt. Jenna, kannst du den X-Back machen? Oder ist es... Da ist es, das Ende. Wow. 10 zu 10 Kills, 66k zu 64k und dann reicht halt ein...